Hallo, liebe Freunde und Freundinnen. Ich werde mich hier jetzt mal so zeigen, wie ich auch manchmal bin. Ich bin nicht immer nur so makellos, wie man mich vielleicht gerne in der Oberfläche hätte. Ich meine, manchmal bin ich in so einer verrückten Welt auch dankbar um ein paar ganz banale Ablenkungen. Um einfach auch in einer Welt überhaupt eine Gelassenheit zu haben, die man, wenn man nur halbwegs bewusst ist, im Geist als Katastrophe bezeichnen könnte. Ich würde mir so sehr wünschen, manchmal habe ich solche Eindrücke, man sei dankbar für das Opfer, das man eingegangen ist. Sie wüssten, wie dankbar das man aber eigentlich wäre, wenn sie das Kreuz, das sinnbildliche Kreuz von einem endlich mal wegnehmen würden, indem sie dich wie ein Erwachsener behandeln, indem sie einfach wissen, dass man weiß, was man braucht und was man nicht braucht, dass man eben weiß, wie wichtig das ist, überhaupt noch an das Leben und das Sein und auch die Unendlichkeit zu glauben, wenn man weiß, dass man an einem Ort ist, wo es eben extrem schwierig ist, wenn man das hier oben, was ich hier hingeschrieben habe, ausdrücken möchte. Weil ich weiß ganz genau, es gibt auf dieser Welt jemanden, da geht es genau wahrscheinlich gleich wie mir. Die fragt sich auch manchmal, warum nur sind die Menschen so speziell? Warum erkennen sie nicht, wenn wir ihnen die Wahrheit sagen? Warum meinen sie, wir wüssten nicht, wovon wir reden? Nur weil wir vielleicht noch jung sind, kann sein. Nur weil wir uns vielleicht zurückgehalten haben, kann sein. Nur weil wir uns vielleicht lieber mit etwas gedämpft haben, mit Supplementen gedämpft haben, die sie uns in den Momenten der Freiheit wieder aufgedonnert haben, das vergebe ich euch alles. Ich vergebe euch auch den Schabernack, den ihr mir getrieben habt, wie die ganze Katastrophe überhaupt angefangen hat. Aber vielleicht hat genau das eben das Bewusstsein so weit entwickelt, dass man eben dankbar ist für das, was ist. Dass man einander eben aufhört, Vorwürfe zu machen. Dass man aufhört, scheinheilig zu sein. Dass man aufhört, irgendwelche Dinge überhaupt laut auszusprechen, außer die, auf die man die Menschen prüfen will. Weil ich kann nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass ihr gewisse Dinge an Menschen testet, die nicht dafür ausgebildet sind. Wenn ihr meint, ihr wüsstet es besser oder ihr könntet es besser. Ich habe euch immer gesagt, testet es offiziell und ohne, dass ich es nicht weiß, sondern dass ihr mich richtig informiert darüber, dass ich Bescheid weiß, mit was ihr einen auch konfrontieren wollt und mit was, dass man auch weiß, mit was man sich auseinandersetzen will. Weil mir ist schon lange bewusst geworden, dass ich in einem Gebiet lebe, wo alle verrückt werden würden, wenn eine echte Jungfrau erscheinen würde. Sie spinnen dann manchmal. Darum warne ich auch alle explizit. Kommt nicht ohne einen Schutz oder ein wirkliches Bewusstsein hierher. Aber macht euch um mich keine Sorgen, es kommt schon irgendwie gut. Aber auf jeden Fall, das Einzige, was ich mir in dieser Welt wirklich gewünscht hätte, wäre einfach, so naiv wie das vielleicht klingt, zu heiraten. Aber nicht irgendjemand halt eben, sondern jemand, die wirklich zu mir passt. Jemand, die weiß, um was es in dieser Welt geht.
einer Welt, die eigentlich im Wohlstand lebt, in einer Welt, die das Paradies wäre, wenn wir uns nur gegenseitig nicht gegenseitig zuhalten würden oder gegenseitig verrückt machen würden, gegenseitig als Sündenböcke benutzen würden, sondern einfach füreinander statt gegeneinander sind. Wenn wir nicht einander ständig kontrollieren wollen würden, wenn wir uns nicht ständig Sorgen füreinander machen würden, die dich selbst betreffen. Wenn jemand etwas braucht, wenn jemand Hilfe braucht, dann sprecht es aus. Wenn jemandem Unrecht getan wurde, sprecht es aus. Wenn jemand etwas frustriert, sprecht es an. Und wenn jemand vor etwas Angst hat, sprecht es auch aus. Lasst euch nicht zu willenlosen Sklaven machen und euch herumdirigieren vor etwas, mit dem man reden kann. Urchristus hat es damals ebenfalls nach oder vorgemacht. Er ließ sich ans Kreuz nageln für etwas, damit einer der schlimmsten Verbrecher auch hinauskam und eine zweite Chance bekam. Diesbezüglich ist die Frage, ob es noch einen Anti gibt, eigentlich schon längst gelöst. Es gibt nur den einen Christus. Es gibt nur die eine Liebe. Aber ich sage immer, ich bin weder Anti noch Pro. Unser Gott bin ich froh. Weil, auch wenn ich nicht immer allen oberflächlich etwas vormachen will oder auch scheinheilig erscheinen will, so weiß ich doch, dass genau dadurch wahrscheinlich viele abgeschreckt wurden. Aber das ist ja auch okay, weil man will nicht die vielen, man will jene, die zu dir stehen, wenn es dir schlecht geht. Wenn du ganz unten bist, dann erkennst du, wer deine wahren Freunde sind. Diejenigen, die sich abschrecken lassen, die lieber zweite Wahl nehmen, die sich lieber herumreichen lassen, die sich lieber irgendetwas vormachen lassen. Es tut mir leid, ihr habt nie zur Wahrheit gefunden. Aber solange ihr glücklich seid, bin ich es auch. Solange ihr nur begreift, dass die Dinge, die ich von euch verlangt hätte, einfach Vertrauen gewesen wären. Ich möchte nicht jammern. Jede Sekunde, die wir miteinander teilen können, die wir miteinander einig sein können, ist ein Gewinn. Es geht um eine Aussöhnung. Manchmal erscheint. Manchmal muss man einfach über sich selber lachen. Aber es war mir immer ein Herzensanliegen, auch meinem Bruder zu sagen, hey, ich will keinen Krieg, ich will wahre Vergebung und vor allem auch, dass man dankbar ist, wenn man jemandem zum 26. Mal ein Leben schenkt, weil man einfach den Hilferuf erkannt hat. Und dass man dann nicht einfach hemmungslos ausgenutzt werden will. Oder noch schlimmer, jene, die zu einem stehen, missbraucht oder geschändet werden. Ich möchte am liebsten, dass ein starker Frauenkreis und ein starker Männerkreis erscheinen kann. Dass ihr euch gegenseitig unterstützt und nicht gegenseitig fertig macht, aussondert oder kaputt macht. Auch lernt, dass das C19, das Corona, das war eine Märtyrerin. Warum? Weil sie sich mit der Meisterin angelegt hat. Weil sie wahrscheinlich nicht demütig oder weit bewusst genug war. Trotzdem lernen wir daraus. Wenn die Leute vom Himmel zurückkommen, erscheinen sie uns anders wie gewohnt. Wir wollen nicht in einer Welt leben, in der es noch Krankheiten geben muss. Wir wollen nicht in einer Welt leben, in der Drogen noch verboten sind.
Wir wollen in einer Welt leben, in der Freiheit für jeden sein Zustand möglich ist, wo Liebe erlaubt ist, wo bedingungslose Liebe möglich ist. Wo das Paradoxum aufgehört hat, wo es keine Gegensätze mehr braucht, wo wir für alles die richtige Lösung finden, wo wir wissen, jeder passt zu irgendwem besonders gut. Wahrscheinlich hast du die gleichen Fehler gemacht wie ich auch, aber bist durch das bewusst geworden. Vielleicht hast du die gleiche Sehnsucht nach der Makellosigkeit wie ich damals mit einer echten Jungfrau. Ich hätte es mir so sehr gewünscht, doch vielleicht hätte es mich nur gefangen genommen. Vielleicht wäre ich durch das nur manipulierbar gewesen. Aber die Hoffnung aufgegeben habe ich natürlich nicht. Aber das Wichtigste ist, wenn dich jemand so liebt, wie du eben bist. Und auch wenn jemand weiß, wir sind für eine ganze Welt eigentlich verantwortlich, ist all keine, unsere alle Sorge. Und wir lernen voneinander, Schritt für Schritt, miteinander statt gegeneinander. Wir haben keine Gegner mehr, weil die, die wirklich noch gegen etwas sein wollen, was Liebe ist, sind selber schuld. Die haben sich bewusst in irgendetwas verrannt. Und die, die einfach meinen, sie könnten irgendwelche Konkurrenten, wenn sie noch so blöd denken, weil das gibt es ja nur in den Untermenschschichten, dass sie noch so blöd denken, irgendwie wegballen oder wegschieben oder wegstecken oder was auch immer. Oder verwahren und nachher nicht richtig abgrenzen. Ihr seid alle selber schuld, wenn eure Kinder später spinnen. Wollt ihr wirklich in so einer Welt leben? Wollt ihr nicht in einer Welt leben, wo wir keine Angst voreinander haben müssen? Wo wir keine Krankheiten mehr haben? Keine Todesstrafen mehr, wo wir einfach glücklich und demütig sein können und wo jeder selbst bestimmen darf, wann er zu gehen hat und wann nicht. Und wo jene, deren Zeit schon längstens gekommen ist, keine Angst haben müssen, auf den nächsten Weg zu gehen, damit jene, die noch jung sind, einfach auch eine Chance bekommen, wo das Alter aber in der weltlichen Zahl keine Rolle mehr spielt. Wo es keine Rolle spielt, ob jemand eine Zigarette raucht oder was anderes nimmt oder andererseits auch dankbar ist für das, was ist. Wohlwissend dessen, wie lange, dass man auf dem Minus oder auf dem Minimum gehalten wurde. Das ist ja eigentlich wahnsinnig, aber vielleicht braucht es das alles, um zu verstehen, um was es in der Welt geht. Auf jeden Fall ganz sicher nicht Macht. Macht alleine alles andere wie glücklich macht, weil schlussendlich dein Gegner über dich lacht. Das ist das, was man den Menschen sagen sollte. Auf jeden Fall, wir sollten auf jeden Fall zusammenarbeiten, miteinander statt gegeneinander. Und uns nicht abschrecken lassen von irgendwelchen Angstblockaden. Wie oft haben sie uns schon etwas angetan? Sie haben uns sogar schon getötet. Aber trotzdem sind wir noch hier. Und trotzdem haben wir genug Respekt und Anstand, dankbar zu sein für das, was uns die Obrigkeit gegeben hat. Nicht aus dem, dass wir für Zuhälterei sind, nicht für dem, dass wir Angst davor hätten, sondern weil wir in einem Land leben, wo es Wohlstand gibt. Das Einzige, was eben offen ist, ist das, dass ich mit dir endlich zusammenkommen möchte. Wer immer du auch bist, das ist ja das Verrückte. Im Herzen habe ich natürlich die Antwort, aber stimmt das auch wirklich? Bist du diejenige, die mich wirklich versteht? Bist du diejenige, die mich so nimmt, wie ich bin und weiß, dass allumfassende, liebende Leben allumfassende Heilung erleben dürfen, ohne sich was vorzumachen? Wo man auch weiß, dass man sich selbst für etwas ausbildet, wo die normalen Menschen Angst davor hätten. Wo man auch weiß, dass es um mehr gibt, wie nur immer sich selbst zu denken.
wo es manchmal auch darum geht, einfach Vertrauen zu haben. Wohlwissend dessen, dass das Silber im Moment sehr stark fluoresziert. Lasst euch von der Illusion des Illumi nicht täuschen, aber seid dankbar für jene, die euch befreit haben. Ur-Christus-Energie ist mehr wie nur Blockade. Es ist Freiheit. Aber auch das ist im Allum transzendiert. Da ist Mohammed zusammen mit Shiva, zusammen mit mir, zusammen mit Samuel, zusammen mit allen, die zusammengehören wollen. Und zusammen auch mit den Frauen, die ich jetzt extra nicht nenne, damit es nicht wieder ein Durcheinander gibt. Ihr wisst, auch ein Rupert hat viel Arbeit geleistet. Ihr wisst, viele haben viel Arbeit geleistet und man wünscht sich nur, dass es endlich Aussöhnung gibt. Und ob du jetzt linksradikal oder rechtsradikal bist, alles Radikale führt in den Untergang. Sei radikal Liebe, sei die Balance, sei das Gleichgewicht, so schwer wie es sich anfühlt. Es ist gar nicht so schwer. Aber manchmal muss man auch aushalten, dass gewisse Wesen eben noch nicht so frei geworden sind wie du selbst. Auch wenn sie dich ständig vom Himmel rufen, komm zu uns, logisch weiß ich, wie viele das sind gestorben. Aber wollen wir dieser Welt nicht auch noch eine Chance geben? Wollen wir in dieser Welt nicht auch noch etwas erreichen? Wollen wir in dieser Welt nicht auch noch über uns hinaus wachsen und vor allem auch beweisen, dass wir mehr sind, wie sie uns oberflächlich einfach genannt haben, dass wir unsere eigenen Bilder, unseren eigenen Beruf, unsere eigene Identität und aber auch tiefe Dankbarkeit, wenn unser Land zu uns steht, aussprechen dürfen? Die Warnung ist einfach das, lasst euch nicht einfach eure Grundrechte wegnehmen. Seid achtsam und vor allem schaut auf Nächstenliebe. Weil den, den du im einen Leben runtermachst, wird vielleicht im nächsten Leben derjenige sein, der es dir heimzahlt. Wollt ihr das oder wollt ihr endlich mal Frieden haben? Frieden ist die einzig richtige Option. Frieden, die aber auch Freiheit und Liebe und Recht und Ordnung und aber auch Nächstenliebe beinhaltet. Und wo man auch einen Heiratsantrag machen kann, wenn man nicht weiß, wer genau die nötigen Bedingungen mitbringt. Weil nur, wenn man einander ganz nehmen kann, so wie man ist, ist es wirklich ehrlich. Nur wenn man weiß, was jeder Einzelne braucht, um sich weiterzubilden, dann kann man wirklich auch sagen, jetzt ist es vollbracht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Namaste, Shivaye. Zacharias Mashiach San. Amen.